Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout Tactics. So, unser Team ist ausgerüstet. Unsere beiden Supermutanten, Mitglieder, Freunde haben sich gut eingelebt, hoffentlich. Ich muss jetzt mal kurz gucken, nur so aus Interesse, wie der Rüstungswert von denen eigentlich so aussieht. Jetzt pass mal auf. Rüstungsklasse 15 mit 112 Lebensenergie, wenn ich das jetzt vergleiche mit Brian, der am besten gepanzert ist von uns momentan. Rüstungsklasse 15, ja. Oh. Die Supermutanten kommen eher an die normalen Überlebensrüstungen hier, Umgebungsrüstungen ran, aber nicht an die verbesserten Umgebungsrüstungen. Ist halt ein Nachteil. Gut, alle in den Transporter. Wer ist heute unser Fahrer? Wer ist der beste Fahrer? Ich bin gespannt, wer das Lenkrad übernehmen darf. Keiner. Keiner ist am Lenkrad. Ah, da, Farsight. Farsight ist heute unsere Fahrerin. Gut, Farsight, bring uns sicher zum Einsatzziel. Nein, will er nicht? Was ist los? Vielleicht sollte ich die Autos gegenüber parken oder so. Ich glaube, ich verparke hier. Oder ist aber auch super dämlich konstruiert. Hier ist der Eingang und hier stehen Parkplätze. What? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ach komm schon, wir werden doch wohl hier auf die grüne Fläche kommen. Was ist denn los? Warum geht denn das nicht? Parkt der Buggy zu nah dran oder so. Es liegt an dem. Ach, Stitch, kannst du mal schnell den Jeep umparken, bitte? Wenn du schon dabei bist, pack die anderen auch noch schnell um. Machen wir unseren Fuhrpark nochmal schön. Ich glaube, wenn ich hier hinklicke, weil die eh so super beschleunigen, dann passt's grad. Oh, wunderschön geparkt. So, der noch. Ja, vielleicht noch ein Tick. Oh nein! Okay. Schön geparkt. Gut. Und jetzt dürften wir hier mit unserer Riesenraupe auch raus navigieren können. Achso, komm. Ja. Genau, so machen wir es jetzt. Ich meine, das sind Panzerfahrzeuge. Wir könnten uns eigentlich auf der Stelle umdrehen und so, aber okay. Gut, auf nach Junction City. Gar nicht weit weg. Los geht's. Ohne Zufallsereignis. Nicht schlecht. Sei gegrüßt, Krieger. Deine nächste Mission wird dich nach Junction City führen. Genau, haben wir in der vorletzten Folge oder so noch gehört. Das heißt, wir müssen mit dem Bürgermeister uns anfreunden, müssen die Stadt vor den bösen Angreifern, die Roboterteile looten wollen, beschützen, müssen den Roboter mit nach Hause nehmen und die ansässige Mechanikerin, wenn sie Bock hat, auch noch überreden, bei uns mitzumachen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Chuck. Hey, Fremder! Ich wette, du suchst nach Überbleibseln dieser Höllenmaschine. Hast du ein Glück, mich zu treffen? Ich konnte den Teil retten, der aus der Vorderseite schoss, als das Ding explodiert ist. Ich brauche ein bisschen Kohle, um meiner kranken Mutter Medikamente zu kaufen. Vielleicht können wir uns einigen. Vielleicht. Was hast du denn? Ist das das Teil? Roboterteil. Wie viel will der denn? Ich habe keine Ahnung, wie viel 2113 Rüppel sind. Warte mal. Das muss Sepolonia machen. Die ist unsere Geldinhaberin. Ah ja, wir haben 10.000 Rüppel. Na dann. Könnten wir das schon machen. Wie viel waren es? Mist, einer zu wenig. So. Jetzt aber. Na gut. Holen wir uns gleich mal das erste Roboterteil. Das ist eine Fälschung. Sind nicht robotischer Natur, sondern ein antiquierter Toastöffner. ein Toasterofen meine ich natürlich. Ein elektrischer Mixer und ein vibrierendes Sexspielzeug. Du wurdest reingelegt. Was für ein Arschloch. Soll ich es trotzdem behalten? Ich meine, ich könnte mir jetzt wenigstens einen Teil des Geldes wieder zurückholen. Oder ich nehme es einfach mal mit. Wer weiß, für was es noch gut ist. Aber ich kann ihn jetzt nicht drauf ansprechen, oder wie? Das finde ich ja mal irgendwie lame. Ich würde jetzt schon gern sagen, so, hey, Digga, uncool. Geht aber nicht. Naja,
Gut. Mal schauen. Dann reden wir da drüben. Nee, der, mit Zivilist reden wir nicht. Zivilist hat keinen Namen. Wer nicht mal einen Namen hat, mit dem reden wir nicht. Ordnungshüter, Zivilist. Aber ich schau mal in The Pit. Ich schau mal nach The Pit. Der Barkeeper. Barkeeper wissen doch. Der böse Rick. Du möchtest, dass ich die Hauptattraktion meiner Bar verkaufe? Hör mal zu, du Wichser! Ich zahle mit dieser verdammten Bar meine Rechnungen. Und diese Roboterfigur hat mehr Kunden in meine Bar gebracht als mein berühmter fermentierter Brahmin-Milch-Martini. Warum steckst du dir nicht eine Glasflasche in den Hintern und ich trete so lange zu, bis sie zerbricht? Geh mir verdammt nochmal aus den Augen. What? Was ist denn das? Roboterantrieb. Für 1000. Okay, versuchen wir es nochmal. Aber wie, ich werde hier wieder reingelegt. 1039. Achso, fertig. Moment, habe ich jetzt getauscht? Nee, habe ich nicht. Hey, ich weiß ja nicht. Hey, vielleicht hältst du einfach die Klappe und gibst mir mal diesen Roboterantrieb und dann schauen wir weiter. Idiot. Fertig. Ach so, spielen? Oh, ich habe anscheinend verloren. Ich will nicht drum spielen, ich will das haben. Hier, nimm eine Granate. Nein, warte mal, hä? Ich verstehe nicht, wie dieses Spielen funktioniert. Das ist wahrscheinlich glücksabhängig. Hey, ich verliere dauernd. Gib mir das Ding jetzt einfach. Arschloch. Hey, der geht mir echt auf die Nerven. Der sollte besser aufpassen. Der sollte besser aufpassen. Ich klaue ihm wenigstens die Bücher zum Ausgleich. Wo ist denn bitte diese Roboterattraktion, von der er redet? Ich sehe die überhaupt nicht. Die angeblich so viel Kunden in sein Lokal bringt. Wäre cool, wenn ich die... Ich würde den einfach gern mal sehen. Ich würde gern sehen, wie die aussehen, die Maschinen. Diese Maschinenwesen. Hier ist noch ein Bücherregal. Leer. Auch niemand. Schau mal hier rein. Was für eine große Stadt. Muss ich jetzt hier mit den Leuten reden? Gott, was ist denn da? Was ist denn hier? Alter Bahnhof. Ah, ich glaube, das ist die Mechanikerin, die ich überreden müsste, sich uns anzuschließen. Ich kann es ja mal versuchen. Ich kann es ja mal versuchen. Ist zwar nur eine Nebenmission im Grunde, aber das wäre, glaube ich, schon sehr hilfreich. Wow, bist du es wirklich? Oh nein, wie sehe ich denn nur aus? Ich bin Casey, die Mechanikerin hier. Nett, dich kennenzulernen, Krieger. Ich habe gehört, dass ihr Jungs wisst, wie alle möglichen Dinge funktionieren. Was? Ich soll mich euch anschließen? Ich würde ja gerne, aber ich glaube, ihr wisst nicht, wie krank mein Vater ist. Er wurde in dem ersten Angriff der Reaver angeschossen und ich glaube, seine Wunde hat sich infiziert. Letzte Nacht hat seine Zunge angefangen, schwarz zu werden. Und dann hat er 5-mal ins Bett gemacht. Und ratet mal, wer die Scheiße wegmachen musste. Ach, ich wünschte, es gäbe einen Arzt in dieser Stadt. Ich habe zufällig einen relativ guten... Nein, ich kann meinen Vater nicht allein... Will ja auch keiner. Ihr habt zufällig einen relativ guten Arzt dabei. Mal schauen, ob der nicht was machen kann für deinen Vater. Vater, komm mal, Stitch. Wir haben was zusammen zu flicken. Zusammenzuflicken. Los, hoch. Wahrscheinlich eher nicht Erste Hilfe, aber mach mal Erste Hilfe. Vollständig geheilt. So, mal schauen. Du hast es geschafft. Super. Weißt du was? Ich werde ihn auf der Arbeitsfarm für Senioren unterbringen. Die frische Luft wird ihm guttun. Und ich habe langsam die Nase voll, ihm ständig seinen alten, faltigen Hintern abwischen zu müssen. Er hat mir immer gesagt, dass ich meine Träume verwirklichen soll. Lass mich nur eben meine Sachen packen. Wir sehen uns dann im Bunker. Tada! Na, was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Und schon ist er geheilt. Und schon haben wir die erste Aufgabe im Grunde erfüllt. So, lass mich mal kurz gucken.
Ja, ich könnte mir eigentlich mal die Karte anschauen, oder? Hier befindet sich Cassidy bei ihrem Vater. Haben wir erledigt. Hier befindet sich eine Bar namens Abschaum oder so ähnlich. Der Barkeeper ist berüchtigt für seinen Hass auf Mitglieder der Bruderschaft. Na, schlecht. Hier befindet sich der Gemischtwarenladen und das Rathaus. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, hat zufällig irgendwer von uns einen unverschämt hohen Glückswert? Nope, keiner. Wegen Spielen und so. Aber gut. Moment mal, warum sind ein paar Werte von mir? Ach, egal. Okay, schauen wir einfach mal. Schauen wir mal hier rein. Was ist hier los? Nix. Kühlschrank. Na gut. Den schauen wir uns an. Eisfach schauen wir uns auch an. Bücherregal schauen wir uns auch an. Nehme ich mal mit. Auch. Und auch. Bisschen Mampf. Warum denn nicht? So, hier drüben Generator, bla bla. Das ist wahrscheinlich der Gemischtwarenladen. Schauen wir doch da mal rein. Juans Emporium. Hello. Ah, ein Krieger. Tritt ein, Kamerad, tritt ein. Bist du auf der Suche nach Ware oder willst du hören, was passiert ist? Naja, dieser Roboter ist in Junction City einmarschiert und hat Randale gesucht. Also jeder in der Stadt wird dir sagen, dass meine Fähigkeiten als Krieger nur von meiner Geschicklichkeit im Regale auffüllen übertroffen werden. Ich schwöre, dieser Roboter hätte sich fast in die Hose gemacht, als er sah, wen er da vor sich hatte. Das entschädigt mich irgendwie für die Zeit, als ich noch jung war und alle auf mir herumgehackt haben. Jedenfalls habe ich hier ein Stück von dem Monster, wenn du an einem Handel interessiert bist. Mein Kumpel Hank hat auch ein Stück. Schau doch mal bei ihm vorbei. Wo ist denn dein Kumpel Hank? Na gut, tauschen wir. Aha, ein Roboterarm. 3000, der will aber jetzt schon, der teift schon Grief in die Pasche. Nicht wahr? Wie wär's denn hier gegen das tauschen? Nee, ich nehme das Kaputte wieder mit heim, ist okay. Hier kommen die Pulvergranaten, kannst du haben. Genauso wie die Blitzgranaten, die betäuben irgendwie nur. Würde ich eventuell verkaufen. Ach nee, für den Preis, ey. Du bist echt... Hier, nimm die Nuka-Colas. Nimm das ganze Bier. Ist alles nichts wert. 1800 und... Oh Gott, ich habe mich vertan. Mensch, das ist so teuer. 1095 und anbieten. Mann, ey, der Roboterarm war echt mal teuer jetzt, aber wir haben wenigstens ein Teil, ein echtes Teil des Roboters. Das ist ein Anfang. Schauen wir mal hoch, ob das da oben der Freund ist. Hä? Jetzt hat er sich aufgelöst. Gerade war da noch einer. Aber vielleicht hat mir nur den von unten nochmal angezeigt. Wahrscheinlich war es so, oder? Kann es sein von der Position her? Ja, genau. Okay, gut. Okay, gut. Na gut, schauen wir uns mal noch hier ein bisschen um. Was ist das da zum Beispiel? Man weiß es nicht. Nix. Bücherregal. Drogen. Aha. Und eine Leiter hochklettern. Ich würde die Bruderschaft auch nicht mögen, wenn die ganze Zeit in meine Bude kommen und mir die Drogen aus dem Regal klauen. Insofern mache ich hier nicht gerade Imagearbeit. Also vielleicht schon, aber keine sehr gute. Okay, ist das das Rathaus? Wer bist du denn? Ordnungshüter. Schade. Ich dachte, du bist vielleicht wichtig. Zivilist. Assistentin des Bürgermeisters. Hallo, ich bin Anna, die Assistentin des Bürgermeisters. Was hältst du davon, wenn ich dir ein wenig bei deiner Suche helfe, damit hier langsam wieder der Normalzustand einkehren kann? Abgesehen vom Bürgermeister habe ich 3 Leute gesehen, die einen Teil dieser Maschine mitgenommen haben. Rick, der Barkeeper. Ein Arschloch. Hank, der untreue Familienvater. Aha. Und Juan, der Ladenbesitzer. Yeah.
Irgendjemand hat behauptet, Casey Barrett hätte auch einen Teil. Aber wenn du mich fragst, das Einzige, was die hat, ist ein übler Tripper. Hilft dir das weiter? I guess. Darf ich dir das Bücherregal ausräumen noch, bitte? Okay, Bürgermeister. Freut mich, dich kennenzulernen, Krieger. Ich bin John Lewis, der Bürgermeister von Junction City. Du musst entschuldigen, aber so viel Aufregung sind wir hier nicht gewohnt. Erst dieser Roboterangriff und jetzt diese Reaver-Bande, die auf die Roboterteile aus ist. Um ehrlich zu sein, so langsam habe ich wirklich die Schnauze voll. Ich weiß, worauf ihr aus seid, also lasst uns zur Sache kommen. Meine Stadt ist unabhängig. Wir tun, was uns passt, und wir werden bestimmt nicht nach der Pfeife der Bruderschaft tanzen. Aber wir können diese Reaver nicht mehr lange aufhalten. Diese Hightech-Freaks haben ziemlich hochentwickelte Waffen, also schlage ich euch ein Geschäft vor. Ihr legt all diese religiösen Hightech-Bastarde um, und ich gebe euch den Roboterkopf. Der bringt uns sowieso mehr Ärger, als er wert ist. Aber nach den restlichen Teilen müsst ihr schon selbst suchen. Ich für meinen Teil habe hier eine Stadt zu leiten. Okay. Klingt nach einem Deal. Ich glaube, die haben jetzt dann Laserwaffen für uns. Yeah, Energiewaffen-Zeitalter geht los. Vielleicht habe ich mich vertan. Vielleicht ist jetzt noch gar nicht Roboterkampfzeit. Vielleicht ist jetzt erst Reaver-Kampfzeit. Vielleicht habe ich die Reaver einfach komplett vergessen. Ich kann mich an so viele in dem Spiel ganz ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber ist ja auch schon Jahrzehnte her. Ich glaube tatsächlich Jahrzehnte plural, dass ich das gespielt habe. Kann das überhaupt sein? Ja, klar, kann das sein. Mein Gott, ich bin so alt. Okay. Nichts. Nothing. Nada. Nada. Ja, wo ist denn dieser untreue Familienvater? Ist er vielleicht hier noch drin? War ich hier schon drin? Weiß ich nicht. Nö. Town Hall, da waren wir gerade. Ja, schön langsam habe ich aber wirklich alles durchsucht hier. Der Barkeeper, ich weiß nicht, wie wir an das Teil vom Barkeeper kommen sollen. Der böse Rick. Der böse Rick geht mir böse auf die Nerven. Hallo, ist hier jemand? Nein, es wird nicht mal unsichtbar hier. Na gut. Keiner hier. Wirklich niemand. Pip-Boy, hilf mir! Aber was soll die... Ah, da oben ist ein Gebäude. Guck mal. Was ist denn da oben für ein Gebäude? Das wird mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Also nicht als... Wisst ihr, was ich meine? Ziele. In ihrem Lager. Ach, sag bloß, dass da oben ist vielleicht das Reaver-Lager. Direkt neben der Stadt so. Steinwurf entfernt. Könnte sein. Kann ich hier aufs Dach rauf? Ah, leider nicht. Das wäre so gut. Kann ich hier auf die Mauer wahrscheinlich aber, oder? Yo, Sepulnia und Farsight, kommt doch mal bitte. Schaut doch mal, ob ihr vielleicht schon von euch aus so rüber gucken könnt. Also von hier nicht. Vielleicht von hier oben. Oder sogar von hier oben. Oh mein Gott, das sind viele. Shit. Das sind ein bisschen mehr, als ich dachte. Ich könnte auch geduckt auf die schießen. Die haben wirklich Plasma- und Laserwaffen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns hier jetzt übernommen haben. Alles explodiert.
kriegen die hin, oder? Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ach, warte mal. Können die durch die Löcher durchschießen? Kann ich mich da sogar hinlegen? Ja, ich kann mich sogar hinlegen. Dann dürfen die da oben noch sicherer sein. Hey, eine weniger. Na, guck. Machen wir kurz einen Prozess. Oh, das gibt Loot. Oh, das gibt Loot. Hey, wir müssen irgendwie schaffen, alles einzupacken, was hier rumliegt. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen. Aber wir müssen hier super duper looten. Alles mitnehmen. Die Energiewaffen bringen, glaube ich, echt noch was ein. Ich sollte jetzt mal speichern. Ich habe in der Mission noch nie gespeichert, Mensch. Speichern. Ja, ich glaube, von hier oben werden die mit denen ganz gut fertig, oder? Mache ich mir jetzt gerade gar keine Sorgen mehr. Eigentlich ganz cool. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie eine Möglichkeit finden. Vielleicht checkt er nicht, dass Tony zur Bruderschaft gehört, der Barkeeper. Soll doch mal ein Supermutant reingehen in die Bar. Geht ein Supermutant in die Bar. Sagt Barkeeper, gib mir einen Roboterteil oder du stirbst. Das wäre ein guter... Okay, reg dich doch nicht so auf. Mach die Sicherung wieder drauf. Sehr gut. Atme tief durch. Und schon geht's uns besser. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich angebrüllt habe. Aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viel mitgemacht. Anna, die Assistentin des Bürgermeisters, hat mich erwischt, als ich mit Casey rumgemacht habe. Und jetzt lässt sie mich nicht mehr ran. Schau dich doch um. Es gibt nicht gerade viele heiße Bräute in diesem Loch. Und ich bin kein Brahmin-Stammes, Bruder. Oh, das sollte keine Beleidigung sein, Kumpel. Hier. Nimm es einfach und lass mich in Ruhe. Ohne Witz, das hat gereicht, dass ich mit dem Supermutant zu ihm hingehe und ihm ein bisschen Angst mache. Yeah, das gefällt mir. Das finde ich ja cool. Und Tony ist noch dazu jetzt hochgelevelt. Oh Gott, wir haben ja unsere Figuren gar nicht hochgelevelt, oder? Mann, das wollte ich ja noch machen, bevor wir die Mission anfangen. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt hier und dann machen wir das in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.